Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht hier weiter in Bipper City. Wir haben im letzten Part einen Mordfall gelöst. Schaut euch den Part unbedingt an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Der war auf jeden Fall super lustig und funny. Ja, Mordfall einfach. So witzig. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Erlaubnis vom Bürgermeister bekommen, das, die Stadt zu verlassen und in Richtung Sternental zu gehen. Wo es wohl sehr viele Monster geben soll. Ich bin gespannt, was hier passiert. So, können wir hier irgendwo lang gehen? Also es ist gerade einfach nur ein Pfad. Ohne jegliche... Hey, 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 hey! Aber ich weiß doch, wer kommt. Ich habe irgendwie eine Ahnung. Ach, Mann. Brahaha, brah, ich habe auf dich gewartet, Mario. Ich warte seit einer Ewigkeit. Das glaube ich. Bist du nicht abgefroren? Ich bin schon fast erzweifelt. Ich dachte, ich würde erfrieren. Hier ist es so frostig und kalt und ungemütlich und eisig. Ich hasse diesen Ort. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich muss weg von hier. Ich werde dich jetzt in Rekordzeit fertig machen und mir dann ein warmes Fleckchen suchen. Bist du bereit, Eisnase? Dann let's go. Na dann. Ich habe hart gearbeitet, Mario. Ich habe jetzt ein paar coole Techniken drauf. Pass mal auf. Jetzt ist er Magier. Da staunst du was. Ich habe nämlich einen Magiekurs besucht. Und du solltest quasi mein Abschlussexamen sein. Jaha, diesmal muss ich gewinnen. Das ist so lustig. Okay. Aber es ist auch echt schön, dass sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen, oder? So, scannen wir den erstmal kurz ab, würde ich sagen. Zack. Und Scanner. So, was kannst du denn? Das ist ja Junior Trooper. Ich bin erstaunt, ehrlich. Der Kerl gibt einfach nicht auf. Ja, das finde ich gut. 50 KP, Angriffskraft 8, Verteidigung 1. Er hat anscheinend viel trainiert. Er kann jetzt auch Magie einsetzen. Lass uns das mal hinter uns bringen. Okay. Also nichts Atemberaubendes. Wir sind, denke ich mal, trotzdem noch easy mit dabei, oder? Okay. Machen wir einfach mal einen Sprung. Bam. 8 Schaden. Mario, magst du Zaubertricks? Den hier wirst du nicht mögen. Das ist der PlayStation-Zauber. Ja, das fühlt sich fantastisch an. Ich werde immer besser. Okay, 6 Schaden kriegt man von dem. Das ist schon nicht schlecht von ihm. Also, ich bin begeistert. Aber... den machen wir trotzdem weg. Ich würde sagen... ich weiß gar nicht. Nehmen wir What? Der umgeht halt die Verteidigung. Der hat aber nur eine Verteidigung. Wir könnten auch Mario noch ein bisschen verbessern. Wir könnten mit Sushi unsere Verteidigung erhöhen. Dann wird man nur 5 Schaden bekommen. Ist jetzt aber auch nicht so großer Unterschied. Ich bleibe bei What. Der umgeht die Verteidigung. Da haben wir auf jeden Fall jede Runde 5 Schaden. Ich denke, das ist gut so. Verstärkt Marios Angriff für kurze Zeit. Paralysiert einen Gegner mit Elektroschock. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir probieren es mal. Jo, der Gegner wurde paralysiert, er kann sich nicht bewegen. Aber Alter, ich kann ja überhaupt nicht so schnell A drücken. Das ist ja hammermäßig. Okay. Zack. So, jetzt kann er nicht angreifen, ne? Ja, das ist doch nice. So, jetzt machen wir einen Elektrohieb. 5 Schaden. Let's go. So, und dasselbe nochmal. Kann ich den jetzt nochmal paralysieren? Mal gucken. Boah. Ja, hey, easy. Ganz ehrlich. Zack, und dann einmal What drauf und dann war's das doch. Also das war jetzt echt sehr, sehr leicht. Schön, gut. Haben wir gut gemacht. Nein. Nein. Okay. Ich meine, wollen wir uns nochmal heilen? Na komm, wir gehen jetzt nochmal schnell heilen. Ups, oh. Entschuldigung. Wollte ich nicht.
Ja, wir heilen uns nochmal schnell, ne? Wir sind jetzt noch nicht so weit vom Dorf weg, deswegen ich mach das jetzt nochmal schnell. Die Zeit haben wir. Aber lustig, ja. Der ist halt echt keine Herausforderung für uns. Mit der Paralyse dazu. Ich wollte es halt mal ausprobieren. Hat super geklappt. Kein Problem. Hi, Toddy. Auf geht's. Mal kurz heilen. Miau. Und Items haben wir genug, also. Ich sehe da... Was ist das? Ich sehe da keine Probleme. Was ist das? Eiskartoffel. Stellt 5 KP wieder her. Wahnsinn. Eine Eiskartoffel. Okay. Lag der schon die ganze Zeit da? Ist mir gar nicht aufgefallen. Bam, 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 bam. So, ich bin gespannt, Leute, aufs Eistal. Oder aufs, nee, aufs Sterntal. Mal sehen, was uns hier erwartet. Oh, mir ist er tiefgefroren. Oh, der Arme. Aber lustig. Oh nein. Der Arme. Okay, hier gibt es auf jeden Fall einen Sternsplitter. Die Frage ist, wo? Aha. Zack. Wunderbar. So, der hat keinen Kopf auf, also keinen Hut auf. Ein Schneemann. Ein Schneemann. Aber du hast keinen Hut auf. Irgendwas ist an dir besonders. Ein Schneemann. Ein Schneemann. Ein Schneemann. Ein Schneemann. Okay, die haben alle kleine Besonderheiten, oder wie? Also sind 1, 2, 3, 6 Schneemänner. Der dritte hat keinen Schal und der sechste hat keinen Hut. Ich weiß nicht, ob man uns das merken sollten. Sechs Schneemänner, der dritte hat keinen Schal und der sechste hat keinen Hut. Sollten wir uns vielleicht merken. Möglicherweise kriegen wir irgendwo ein Rätsel. Okay. Da liegt noch was hinterm Baum. Tarngel. Naja, das brauche ich nicht. Weg damit. So. Oh, es ist schön hier. Oh Gott. Okay. Ist das ein... Ach du Scheiße, sind das denn für Gegner? Ah. Okay. Mitglied wechseln. Das sind auf jeden Fall ordentlich viele neue Gegner. Okay, ich würde sagen, Scanner. Ich scanne Gulpo. Frostpiranha. Das ist ein Gulpo. Wow, der sieht ganz schön stramm aus. 12 KP, Angriffskraft 2. Gulpos greifen mit Felsbrocken an, die sie zuerst verschlucken und dann wieder ausspucken. Je größer der Felsen, desto höher der Schaden. Große Felsen verursachen 7 KP und kleine 5 KP Schaden. Ohne Munition können sie nicht viel Schaden anrichten. Du solltest dich zuerst auf die Felsen konzentrieren. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal einen Multijump. Au. Okay, das habe ich geblockt. Sehr schön. Shit, das habe ich nicht geblockt. Okay, ich würde sagen, Scanner auf die Frostpiranha, damit wir das auch noch sehen, was sie kann. Das ist eine Frostpiranha. Das sind nichts anderes als gefrorene Piranha-Pflanzen. 10 KP, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Sie werden versuchen, dich mit ihrem eisigen Atem einzufrieren. Wenn du starr vor Kälte bist, bist du ihrer Gnade ausgeliefert. Versuch sie bewegungsunfähig zu machen. Eisattacken werden übrigens keine Wirkung zeigen. Feuerattacken allerdings. Okay. Ich würde jetzt aber sagen, jetzt mache ich einmal einen
Sternsturm. Und dann sind die alle tot. Wir kriegen noch leichte Frame-Einbrüche. Drei Sterne kriegen wir, also drei Erfahrungspunkte kriegen wir pro Gegner. Zumindest für eine Piranha-Pflanze. Das ist schon nicht schlecht. Bam, 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 bam. Nice, ey. Da geht das Leveln ja richtig schnell. Alter Falter. Ja, nice. Wir haben zwar ganz schön auf den Nüschel bekommen, aber wir haben ja auch gescannt. Muss man dazu sagen. Okay. Das war nix. Ba, 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 ba. Okay, das... Ja, toll. Eben einfach übelste Gegneranzahl bekommen. Und jetzt einfach nix. Okay. Ja, theoretisch reicht ein Doppelsprung aus, ne? Sollte ausreichen. Ja. So, und du? Ja, keine Ahnung. Machst einfach eine Kopfnuss. Der Schaden ist halt nicht so krass. Geblockt. Ja, die gehen voll klar. Und tschüssi. Okay, die bringen aber nur zwei Erfahrungspunkte. Die anderen... Nee, warte mal. Hä, vorhin haben die drei gebracht. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Na, egal. So, ich kriege ja schon wieder viel zu viel Geld. Hier war nichts weiter. Wir können jetzt theoretisch mal ein Item essen, oder? Also, ein Gegenstand zu uns nehmen. Wir scheinen zwar immer noch auf dem Pfad zu sein, aber wir sind schon weiter in der Wildnis. Östlich von hier liegt das Sterntal. Pippa City befindet sich im Westen. Ich esse mal eine Kartoffel. So. Geil. Jawohl. So, wir haben ja immer noch so kleine sinnlose Items dabei, deswegen, ich würde sagen, die versuchen mal langsam mal zu verbrauchen. Kann ich hier hinten auch? Nee. Boah! Achso. Verschwinde, komm nicht weiter. Kehr um, oder ich fresse dich. Mit ganz viel Was denkst du? Bin ich nicht furchterregend? Jetzt hast du Angst. Kämpfen. Was? Das sollst du bereuen. Okay. So, Scanner, was ist denn das? Monster! Monster. Dieses Monster? Nicht mal ich weiß, was das sein könnte. Ich weiß nicht wieso, aber es sieht richtig furchterregend aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es mal in einem Albtraum gesehen habe. 20 KP, Verteidigung 0. Ich denke, seine Angriffskraft nicht. Ich kann seine Angriffskraft nicht einschätzen, aber so wie es aussieht, muss es sehr stark sein. Okay. So wie es aussieht. Was passiert da? Kein Schaden. Hast du jetzt Angst? Nicht wirklich. Hä? Ist alles nur Tarnung. Was ist das? Boah. Gibt aber gute Erfahrungspunkte. Ja, nice. Nochmal bitte. Nein, lauf schnell weg. Ach, das sind kleine Sternis. Ach, süß. Hilfe. Hallo? Hä? Warum greifen die mich an? Okay, die wollen einfach ihre Welt da beschützen, ne? Ach, cool. Ah, du bist doch Mario. Danke, dass du gekommen bist. Wie geht es dir? Man nennt mich Merle. Ich kümmere mich um die Sternkinder, die hier im Sterntal geboren werden. Merle ist doch aber ein Mädchenname, oder? Der hat einen Schnurrbart. Oder ist das auch ein Männername? Ich muss dir sehr viel erzählen. Aber nicht hier. Komm, lass uns in mein Haus gehen. In dieser Kälte kann ich mich nicht konzentrieren. Hier entlang, bitte folge mir. Ich will in den Sternhafen. Wenn ich dort bin, werde ich ganz viele Wünsche erfüllen und eines Tages zu einem hohen Stern werden. Und dann werde ich auch deine Wünsche erfüllen, Mario. Ich verspreche es. Warum greifst du mich dann an? Ich war noch nie so im Stress. Diese Sternkinder sind lebhafter als der Tag lang ist. Eines der Sternkinder scheint Verstecken zu spielen. Du hast es nicht zufällig gesehen?
Sobald ich es auch nur für eine Sekunde aus den Augen lasse, ist es auch schon verschwunden. Was für ein schlimmes kleines Sternkind. Durch den Baum? Ich muss mich für das rüpelhafte Auftreten der Sternkinder entschuldigen. Niemand von uns hat erwartet, dass du so schnell hier sein würdest. Sie erschrecken Fremde, um Bowsers Leute von diesem Tal fernzuhalten. Bitte, du musst ihnen verzeihen. Ja, kein Problem. Die haben gute Erfahrungspunkte gegeben. Eines der Sternkinder versteckt sich irgendwo. Sag mal mir, wenn du es findest. Ich glaube, es ist ganz normal für Kinder, ein bisschen zu lebhaft zu sein. Ja. Aber sie stellen meine Geduld auf eine harte Probe. Ich habe für so etwas keine Zeit. No. Wir passen zusammen mit den Ninjis auf die Sternkinder auf. Merle der Mystische steht uns dabei mit seiner Weisheit zur Seite. Es ist sehr motivierend zu hoffen, dass eines dieser Sternkinder vielleicht einmal zu einem hohen Stern wird. Kannst du dir das vorstellen? Was für ein Freudentag das doch wäre. Aber solange sich die Lage hier nicht entspannt, bleiben diese Vorstellungen nur eine schöne Fantasie. Jo. Oh. Hallo. Ich koche für die Sternkinder. Sie sind alle sehr brav. Das ist eine Erleichterung für uns. Ich glaube, sie sind jetzt besonders brav, weil sie hoffen, dass du den Sternstab zurückholst. Auch ich hoffe, dass du es schaffst. Erzähl mir eine Geschichte. Erzähl mir eine Geschichte, wie du einen der Sternen gerettet hast. Ich frage mich, was Twinkie gerade macht. Glaubst du, dass Twink da oben viel Spaß hat? Ich frage mich, was... Achso. Okay. So, mit dem haben wir schon geredet. Der hier spielt Verstecken, oder was? Hallo? Du hast mich gefunden. Hihihihi. Hast du mich funkeln sehen? Glaubst du, ich kann auch bald in den Himmel aufsteigen? Nein. Mit diesen Sternkindern habe ich alle Hände voll zu tun. Sie sind alle so lebhaft. Ich frag mich, wie es Twink wohl geht. Er ist in den Himmel gestiegen, kurz bevor Bowser den Sternstab gestohlen hat. Er war so ein gutes Kind. Er hat sich um alle gekümmert. Glaubst du, dass ich Twink jemals wiedersehen werde? Klar, der wird bestimmt aufgestuft, richtig krass. So, erstmal speichern. Zack. Bitte erobere den Sternstab von Bowser zurück, Mario. Das Königreich muss endlich wieder Frieden finden. Viel Glück. So, wir gehen nochmal schnell pennern hier. Kurz ausruhen, dann reden wir mal mit Merle. Aber ging's hier überhaupt noch weiter? Hier war doch jetzt gar nichts, oder? Oder bin ich blind? Da ist bestimmt irgendwo wieder so ein versteckter Weg oder so. Ja, mal gucken. Okay, na denne. Komm doch herein. Wow. Also Mario, pass gut auf, was ich dir zu erzählen habe oder sagen habe. Dieses eisige Gebiet ist das Sterntal. Es trägt diesen Namen, weil hier die Sterne geboren und aufgezogen werden, bevor sie in den Himmel steigen. Aber jetzt, da Bowser den Sternstab aus dem Sternhafen gestohlen hat, schwindet die Kraft dieses Ortes und die Sternkinder können nicht mehr in den Himmel aufsteigen. Ich habe einen Ninji zu Merlon, meinem Vater, gesandt. Ach, Merlon, der andere heißt Merle. Ich hoffe, er könnte dich dazu bewegen, hierher zu kommen. Denn ich habe herausgefunden, wo der letzte der Sterne versteckt wird. Ich sah es in einem Traum, eine Vision über den letzten der Sterne, der mich um Hilfe bat. Wenn die Vision wahr ist, dann wird der letzte Stern am Gipfel des Bipperbergs hoch im Norden festgehalten. Dort ist der Kristallpalast. Dort wartet der Stern. Der Kristallpalast wurde erbaut, um den Sternen zu huldigen. Doch mit der Zeit verschwand er aus der Erinnerung der Leute. Und heute kann sich niemand mehr erinnern, wie man den Palast erreichen kann. Aber es gibt einen Weg. Dazu benötigst du Gegenstände, die man hier im Lande des Schnees seit Generationen hütet. Hier, nimm dies. Ah, du hast einen Schal erhalten. Ausgezeichnet. Dieser fabelhafte Schal wird schon seit Generationen im Sternteil weiter vererbt. Ich wünschte, ich wüsste, wie man ihn richtig einsetzt. Aber leider verfüge ich nicht über dieses Wissen. Glaubt man der Legende, musst du ihn zusammen mit einem anderen Gegenstand einsetzen, den es im Bipper City zu finden gibt. Beide werden dir den Weg zum Kristallpalast öffnen. Leider ist das alles, was ich weiß. Okay. Wenn die Dinge so bleiben, wie sie momentan sind, dann werden die Sternkinder niemals zu Sternhafen aufsteigen können. Ein solches Schicksal wäre wirklich grausam. Bitte, hilf ihnen und vertreibe Bowser vom Himmel. Natürlich. Okay, alles klar. Also wir müssen noch einen Deckel finden für den einen... Ja? Ach ja, Mario. Fast hätte ich's vergessen. Entlang des Weges zum Kristallpalast soll ein kleiner Schrein sein.
Eine alte Legende berichtet über das Geheimnis dieses Schreins. Nicht jede Wahrheit kann von Augen gesehen werden. Manchmal lügen sogar die Wände. Nicht jede Wahrheit kann von Augen gesehen werden. Manchmal lügen sogar die Wände. Okay, wir haben irgendwelche unsichtbaren Wände. Also, wir haben irgendwelche Wände, die eigentlich nicht da sind. Verwirrend, ich weiß. Aber du musst den Schrein finden und sein Geheimnis lösen, um den Kristallpalast zu erreichen. Vergiss das bitte nicht. Okay. Okay, okay, okay. Das müssen wir uns merken. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Dann gehen wir zurück nach Bipper City, holen noch einen Deckel für den einen Schneemann irgendwo. Und dann wird sich wahrscheinlich da ein Pfad öffnen. Und dann in dem Schrein müssen wir irgendwo eine unsichtbare Wand finden. Also eine Wand, die nicht da ist. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.